Hallo ihr Lieben, heute liegen meine Haare überhaupt nicht. Ich habe die einfach nur so zusammengeprömmelt. Es ist heute mega warm hier, vor allen Dingen hier in meinem Zimmer und ich zerfließe. Deshalb begrüße ich euch jetzt ganz schnell zu einem kleinen Amazon-Haul. Ich zeige euch die Produkte, die ich zuletzt bei Amazon bestellt habe, bevor ich hier komplette Schweißausbrüche bekomme. Ich beginne mal mit einem Föhn und möchte dazu sagen, dass ich die Produkte beim Amazon Prime Day alle ergattert habe und die waren alle reduziert, sodass ich da wirklich zugeschlagen habe. Das erste Produkt ist ein Föhn. Mein alter Föhn ist 2, 3 Jahre alt, hat damals so um die 20 Euro gekostet. Es wurde jetzt Zeit, ihn auszusortieren. Ich wechsle meine Föhne so tatsächlich, sagt man Föhne oder Föhns? Ich wechsle meine Haartrockner in der Regel so alle 2 bis 3 Jahre, weil ich mal schlechte Erfahrungen gemacht habe mit einem sehr alten Föhn, der mir in der Hand quasi explodiert ist. Vorne kam eine Stichflamme raus. Zum Glück in dem Moment, als ich gerade an meinem Haar vorbeigeföhnt habe und nicht in mein Gesicht. Dafür bin ich sehr dankbar, aber wie gesagt, ich habe da irgendwie so einen Tick und deswegen muss immer mal wieder ein neuer Föhn her. Ich habe jetzt diesen hier bestellt, der war ein bisschen teurer als der alte. Ich habe jetzt 57 Euro dafür bezahlt. Der war runtergesetzt, der ist von Philips. Moisture Protect heißt der. Angeblich soll diese Funktion, die der da beinhaltet, dafür sorgen, dass das Haar mit Feuchtigkeit versorgt bleibt und nicht so austrocknet wie normalerweise beim Föhnen. Das hier ist der klassische Aufsatz, der hier dran ist. Könnt ihr, glaube ich, sehen, der ist so ein bisschen durchsichtig. Und da ist aber auch noch so ein diffuser Aufsatz dabei für Locken, wenn ich mal Locken machen möchte. Ich fand den optisch total ansprechend mit diesem Weiß- und Roségold. Super schöner Föhn, aber darum ging es mir nicht. Mir ging es hauptsächlich um dieses Moisture Protect-Dingsbums. Ich habe mir jetzt schon ein paar Mal damit die Haare geföhnt. Konnte jetzt ehrlich gesagt keinen Unterschied feststellen, aber ich vertraue mal auf das Ding. Vielleicht wird es über einen längeren Zeitraum tatsächlich mein Haar besser machen. Das nächste Produkt ist eine Creme, die habe ich der Heidi nachgekauft. Ich habe sie schon sehr häufig in YouTube-Videos gesehen, unter anderem bei La Mia Slimani. Habe schon ein paar Mal überlegt, ob ich sie mir kaufen soll, aber letztendlich hat die Heidi sie mir gezeigt. Heidi hat mir gesagt, dass sie super gut ist, ganz toll Feuchtigkeit spendet und deswegen durfte sie in meinen Warenkorb. Das ist die Embryolisse-Creme, so sieht sie aus. Hier sind 75 Milliliter drin enthalten und das ist so eine Milch, die sehr, sehr viel Feuchtigkeit spendet. Ich kann die nicht morgens auftragen, bevor ich ein Make-up auftrage. Dafür ist sie mir zu reich. Ich trage die super gerne über Nacht mal auf, so als Maskenersatz. Das heißt, ich trage sie mir dick auf, auch am Hals und am Dekolleté und lasse es so über Nacht einwirken. Und danach habe ich wirklich das Gefühl, dass das wirklich was für meine Haut tut. Aus diesem Grund bin ich sehr froh, dass ich sie mir jetzt endlich bestellt habe. Und dann kommen wir zum nächsten Produkt. Das ist auch wieder ein Make-up-Produkt. Und zwar ist das ein Concealer von LA Girl. So sieht er aus. Aufmerksam geworden bin ich darauf durch die liebe Sandy vom Kanal Sandylicious. Und sie schwärmt da so von. Das ist ihr absoluter Lieblingsconcealer. Und dann dachte ich, für die 2-3 Euro kann ich mir den mal kurz bestellen und gucke mir den mal an, weil ich dachte, das kommt dem vielleicht am nächsten, was ich mir wünsche. Was ich schon mal über dieses Produkt sagen kann, ist, dass er sehr gut deckt. Hachi. Hachi. Gesundheit. Man sieht es, glaube ich, auch im Swatch. Der hat hier vorne so ein Pinselchen dran. Da kann man das Produkt herausdrücken und recht präzise mit dem Pinsel auftragen, genau und punktuell an die Stellen, wo man den Concealer haben will. Danach arbeite ich den immer ein mit einem Beauty Blender. Das ist schon mal sehr positiv und auch, dass er sehr deckend ist, ist sehr positiv und er lässt sich leicht verteilen und verblenden. Das finde ich auch ganz toll. Ich glaube nur, ich habe hier die falsche Farbe. Sie ist im Tageslicht tatsächlich so leicht rosastichig, was mir nicht so gut gefällt. Also da werde ich eventuell nochmal schauen, ob ich da einen gelbstichigen Ton erwische. Vielleicht könnt ihr mir ja auch weiterhelfen, falls ihr den habt, mit einem gelbstichigen Ton, ein bisschen heller vielleicht. Könnt ihr mir das sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Freue ich mich drüber, dann würde ich mir die andere Farbe nämlich bestellen. Machen wir weiter mit einem Beauty Tool. Ich habe mir von Real Techniques diesen Sponge nachbestellt. Ich hatte den schon, der hier ist schon ein bisschen älter, sieht trotzdem noch ganz gut aus, obwohl ich den schon über 3 Monate in Verwendung habe. Das sagen die nämlich immer, dass man den nur 3 Monate verwenden soll. Bei vielen wird der oll und grün und so ein bisschen schimmelig schon fast. Ich finde den gut, weil er sehr weich ist und wenn man ihn nass macht, wird er halt fast doppelt so groß. Ich trage mit dieser flachen Seite ganz gerne mein Make-up auf, beziehungsweise arbeite das ein in meine Haut und mit der schmalen Seite dann den Concealer. Jetzt musste mal wieder ein neuer her, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe den nur deshalb bestellt, weil der bei diesem Amazon Prime Day für 4,49 Euro zu haben war, ohne Versandkosten. Da musste ich einfach zuschlagen und deswegen habe ich mir den direkt mitbestellt. Bleiben wir bei Beauty, aber mehr so Inner Beauty für mich. Das ist Kokosnussöl, das habe ich mir neu bestellt in diesem Einmachglas, das ist 1 Liter drin. Das hier ist jetzt von Mituso und ich koche damit. Das heißt, ich brate darin zum Beispiel Fleisch oder Gemüse, Bratkartoffeln, was auch immer man braten kann, brate ich mit Kokosöl. Manchmal entnehme ich mir mit einem Löffel ein bisschen daraus und verwende das auch für Haut und Haare. Es gibt ja diverse Anwendungsmöglichkeiten im Beauty-Bereich und in der Pflege, was man mit Kokosnussöl alles anstellen kann. Dazu habe ich zwar noch kein Video gemacht, aber es gibt
etliche Videos davon auf YouTube, wenn euch das interessiert. Googelt das gerne mal oder schaut bei YouTube mal rein. Das ist jetzt hier Bio und ich habe mir das bestellt für diese 12 Euro, weil, ich muss das mal eben zur Seite stellen, weil mein altes Kokosöl, das hier, das war jetzt von Ölmühle Solling, hat 20 Euro gekostet. Habe ich auch damals über Amazon bestellt und wie ihr sehen könnt, ist das hier schon fast leer. Es ist jetzt auch sehr warm, sodass es ein bisschen flüssig wird. Ich glaube, ab 25 Grad wird das flüssig. Ansonsten hat das eine etwas festere Konsistenz. Ich mache mir daraus zum Beispiel Lippenpeeling, einfach mit Zucker vermischen, ein bisschen Honig dazu, man kann Lebensmittelfarbe dazu geben, dann hat man ein tolles Peeling. Man kann das, wie gesagt, auch in die Haare einarbeiten und hat dann eine schöne Haarkur. Man kann es auf die Haut geben und man riecht immer wie ein Kokosmakrönchen. Wer das mag, zuschlagen und kochen kann man, wie gesagt, damit auch. Zu 90% koche ich damit und die restlichen 10% verwende ich es halt für Haut und Haare. Weiter geht's mit einem Produkt, was ich schon etwas länger habe, auch bei Amazon bestellt natürlich, und zwar ist das von Sleek Makeup diese kleine Highlighter-Palette. Ich fand die so schön, habe die auch in einem anderen YouTube-Video mal gesehen und dachte, ich brauche die einfach. Für 10, 12 Euro, meine ich, hätte ich sie bestellt über Amazon und ich mag die Farben total gerne. Da ist ein cremiger Highlighter dabei, die anderen drei sind pudrig, da ist ein schöner Champagnerton dabei, ein schöner heller gelblicher Ton, der Cremeton ist so rosgold und dieses etwas ausgefallene Lila ist dabei. Alle Farben finde ich wunderschön, machen sich ganz toll auf der Wange. Die sind sehr gut pigmentiert und geben gut Farbe ab. Und zu dem Preis wirklich ganz, ganz tolles Produkt von Sleek. Und auch die Umverpackung, dieses Gold, finde ich ganz, ganz ansprechend. Ich blende euch jetzt kurz ein, wie sie heißt. Ich habe das nämlich auch schon mal gesnappt. Falls ihr Snapchat habt, folgt mir da gerne. Mamako Beauty heiße ich da. Und da habe ich es wohl falsch ausgesprochen. Und deswegen sage ich es jetzt einfach nicht mehr, sondern zeige euch das Bild. Zu guter Letzt mein persönliches Highlight aus der Amazon Prime-Bestellung, die ich getätigt habe. Da war ein Parfum im Angebot, was ich abgöttisch liebe. Ich habe dieses Parfum vor 3 Jahren schon kennengelernt, habe es mir aufgesprüht und war erst nicht so überzeugt. Dann bin ich aus dem Laden raus, war noch einkaufen und war circa 2 Stunden später wieder zu Hause, halte meine Nase an dieses Parfum und habe gedacht, ach du Schande, warum hast du dieses Parfum nicht gekauft? Es entwickelt sich auf meiner Haut so großartig, dass ich mich einfach schockverliebt habe. Und dann habe ich es 3 Jahre lang nicht geschafft, dieses Parfum zu kaufen. Weder im Duty Free noch sonst irgendwo. Ich habe es einfach immer nicht gekauft. Ich weiß nicht warum, aber jetzt war es im Angebot für 31, 32 Euro bei diesem Amazon Prime Angebot und da musste ich einfach zuschlagen. Hier seht ihr den Flakon und ich zeige es euch auch nochmal in Nahaufnahme mit der passenden Umverpackung. Es ist von Cartier das Parfum La Panthère, so heißt es, und ich bin abgöttisch verliebt. Die erste Kopfnote, die man so wahrnimmt, ist so fruchtig, so Apfel und Erdbeere, also irgendwas Fruchtiges kommt da, was mir nicht so ganz so zusagt. Also wirklich, wenn ich es aufsprühe, finde ich es noch gar nicht so toll. Aber dann kommt was Blumiges und so ein bisschen was Moschusartiges bleibt übrig, also so pudrig und oh, das riecht einfach so göttlich auf meiner Haut. Ich sage jetzt extra immer dazu auf meiner Haut, weil ich immer nie weiß, wie sich das Parfum bei euch entwickeln würde. Man muss es wirklich aufsprühen und testen und auch wirklich über einen ganzen Tag testen und immer mal wieder dran riechen, ob das doch wirklich der Duft ist, den man mag, den man liebt und nicht davon ausgehen, dass es so riecht, wie man es sich am Anfang aufsprüht. Das wollte ich nochmal ganz deutlich dazu sagen. Parfümwahl ist immer so eine ganz spezielle Sache. Das ist auf jeden Fall mein neues Parfum, mein neues absolutes Lieblingsparfum. Ich liebe es jetzt schon und ich sprühe es mir jeden Tag auf und ich bin jedes Mal so. Klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber ich bin wirklich gerade so total begeistert davon und das ist mein absolutes Highlight aus der kompletten Bestellung. Seid ihr denn auch Amazon Prime-Mitglied und habt ihr vielleicht an diesem Tag, wo diese super Angebote rauskamen, auch zugeschlagen? Oder welche Schnäppchen habt ihr sonst so in der letzten Zeit gemacht? Lasst mich das gerne wissen unten in den Kommentaren. Ich freue mich auch immer über euren Besuch bei Instagram oder Snapchat oder Facebook. Ich heiße überall Mamako Beauty, leicht zu finden. Und jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!